Guten Morgen. Wir stehen hier wieder auf unserem schönen Parkplatz und ihr seht schon, es ist etwas kühl. Trotzdem sonnig, also habe ich mich entschlossen, heute mal eine Eco-Fahrt zu machen. Hier mit diesem schönen weißen Model 3 Nicht-Performance, aber mit den 19 Zoll Reifen drauf, also leider keine Aero-Abdeckungen. Deshalb bin ich hier auch mal richtig gespannt, was man da in unserem Eco-Test so rauskriegt. Werde auf jeden Fall mal ganz kurz nach dem Reifendruck schauen und dann fahren wir los. Da ich hier die Zweitkamera habe, könnt ihr auch mal kurz hier meine Aufnahme-Equipment-Installation noch bewundern. Ja, ist noch nicht optimal. Blickwinkel könnte etwas weiter sein. So sieht das aus. Hier bei mir im Model 3. Jetzt gucken wir nach dem Reifendruck. Mit 2,6 Bar erreicht man natürlich hier keine Rekordwerte. Werden wir also mal leicht erhöhen. So, 2,9 sieht schon besser aus. Sollte eigentlich 3,0 sein, aber während der Fahrt wird es bestimmt noch leicht mehr. Regeneratives Bremssystem limitiert. Ja, etwas kalt heute Morgen. Also Rahmenbedingungen nochmal kurz hier für diesen Test. Heute Morgen, wir haben 5 Grad plus. Okay, mein Eco-Zähler hier ist auf 0. Reifendruck, gerade nicht messbar, kommt gleich wieder. Und wir navigieren mal zur Arbeit, fahren aber eine andere Strecke mittendurch. Das kann ich hier leider ja nicht einstellen und mit Autopilot wollen wir auch nicht navigieren. Machen wir den Überblick noch mehr oder weniger quer durch. Andere Einstellungen. Ja, wir können beim Fahren noch was machen. Wir können mal die Beschleunigung auf lässig setzen. Lenkmodus auf Standard lassen wir so. Regeneratives Bremssystem schreiben wir auch auf niedrig, dass er also weniger Energie zurückgewinnt. Das hört sich irgendwie jetzt falsch an. Damit kann man aber besser segeln, sagt Peter. Peter ist Experte. Ja, viel mehr kann ich hier, glaube ich, jetzt nicht einstellen. Was irgendwie noch Strom saugt. Ja, ich habe noch die Klimaanlage aus. Sitzheizung auf 1, 18 Grad eingestellt. Ich habe keine Winterjacke an, seht ihr. Und deshalb, mir geht es gerade gut. Haha, okay. Also Klimaanlage ist immerhin auf Lüftung. Und wir fahren mal los. Er würde jetzt projektieren, wir haben 402 Kilometer im Tank. Das sind 81%. Er würde auf 72 kalkulieren gerade. Das müssen wir doch unterbieten können. Verbrauchswerte gucken wir uns dann auch mal an. Im Moment, beim letzten Fahrt war ich irgendwie bei 16,5 oder 15 sogar, jetzt hier auf 50 Kilometer. Also wir müssen deutlich unter 15 eigentlich hinkriegen. Gestern war es nämlich auch kalt. Ich bin mal gespannt, was da so passiert. Wir könnten eigentlich sogar die Energieanzeige hier mal so ein bisschen stehen lassen. Das ist vielleicht ganz gut. Und ich fahre auf jeden Fall mal langsam los. Mir fehlt noch der Reifendruck. Müsste jetzt bei 2,9 sein, haben wir ja gerade gesehen. Sind hier im Wohngebiet und fahren da jetzt mal raus und dann unsere Nebenstrecke. Ja, wenn man Eco fahren will, ökonomisch, sparsam, geht es natürlich darum, vorausschauend zu fahren. Ja, und lässig zu beschleunigen. Ist schwierig mit so einem Auto mit 300 PS. Ich weiß immer noch nicht, wie viel PS das Auto hat. Und Wahnsinnsbeschleunigungen und immer hat man Updates für die Performance und im höheren Bereich und die Beschleunigungswerte und was nicht alles. Ja, da ist es natürlich schwierig mit so einem Auto. Aber solche Leute wie Marcel Lenz von Clean Electric und der Peter aus Heidenheim, bei Heidenheim, die beweisen das ja, dass man das Auto unter 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometer fahren kann. Ah, hier 2,9 Bar haben wir jetzt drauf. Können wir nachher nochmal checken, ob sich das verändert. Und am Anfang natürlich immer beim Anfahren hier gigantische Werte, 40 Kilowattstunden. Übrigens, die Anzeige hier im Auto ist auf Wattstunden pro Kilometer. Das ist aber nicht die gängige Anzeige. Leider kann man die auch nicht umstellen. Deshalb sage ich die immer anders, so allgemeingültig. Also, das nächste ist, man hält die Geschwindigkeitsbegrenzung natürlich strikt ein. Und normalerweise fährt man auch nicht mit Autopilot, ja, weil man selber muss ja hier oben hat so eine Anzeige, wo man ein bisschen sieht, wie gerade der Verbrauch ist. Also wenn da nichts ist, dann segelt man. Ansonsten hier in die Richtung, der schwarze Balken, man sieht es wahrscheinlich nicht ganz so gut hier in der Auflösung. Das ist
die Beschleunigung, das sollte eigentlich rot sein, und wenn es dann grün wird, hier dann rekuperiert er. Wir haben auch hier eine Beschränkung da hinten, das sind die gepünktelten Linien, immer, die können auf beiden Seiten auftreten. Hier heißt es, dass der Akku zu kalt ist, er kann also nicht voll rekuperieren gerade. Also wenn ich jetzt hier weggehe vom Strompedal, rekuperiert er ja automatisch. Und da kann er nicht die volle Leistung rekuperieren gerade, weil Akku noch zu kalt. Bei der Beschleunigung kann das auch passieren, wenn man zu sehr Beschleunigungsorgien gefahren ist, wenn der Akku also zu warm ist, passiert das auch. Ja, und dazwischen ist dieser Nullpunkt hier, genau unter dem M, rechten M-Strich. Wenn man da ist, dann segelt das Auto, so wie jetzt gerade. Ja. Natürlich sollte man nicht den Verkehr hinter einem dann in irgendeiner Form beeinträchtigen, deshalb ein Blick nach hinten hier, und ihr seht, hinter mir fährt niemand. Radfahrer sauber erkannt. Landwirtschaftliche, nein, das ist ein Bagger. Bagger nicht erkannt. Für Bagger hat er wahrscheinlich kein Symbol, dann lieber gar nichts machen. Nee, er macht dann irgendwas anderes draus. Hat ihn nicht. Ah, hier sind über ewige Baustellen. Stuttgart 21 und die Neubaustrecke Stuttgart-Ulm. Das ist natürlich die Neubaustrecke, ja nicht Stuttgart 21. Okay. Das ersetzt übrigens nicht den Rückspiegel so richtig. Ich hätte gern einen virtuellen Rückspiegel, also hier oben ein Display. Genau am Schild sollten wir eigentlich 50 fahren. Machen wir auch mal. Also das gibt es beim Ampera E Bolt. Die hatten in den USA zumindest eine Version mit so einem Display-Rückspiegel. Das konnte man auch umschalten zwischen dem normalen und dem Display. Und dann hat man natürlich hinten rausgeguckt. So ein super Panorama-View. Also so kann ich mir das vorstellen. Ist scheinbar in Deutschland noch gar nicht so richtig zulässig. Genau wie diese Außenspiegel da beim e-tron von Audi. Sondergenehmigungen, aber man merkt es, die Autos sind da jetzt zugelassen, also ist das scheinbar doch möglich. Also gut, sage ich gar nichts. Also, sehen schon, etwas schaffen wir schon hier drüber. Er zeigt jetzt selber 11,5 Kilowattstunden gerade an, das wäre natürlich ein gigantischer Wert. Sowas kann man normalerweise auf eine längere Strecke. Wir fahren ja jetzt hier noch so um die 30 Kilometer. Ja, 22 Kilometer haben wir noch zu fahren. Oh, er hat jetzt hier gewechselt. Auch die Strecke, die jetzt eigentlich so hinkommt, so quer durch. Das ist ja gut. Ja, ihr merkt es jetzt hier, ganz moderate Beschleunigung. Langsam mal so auf 80. Und dann müssen wir da vorne am Umkehrpunkt dann schon wieder vom Strom gehen. Jetzt segeln wir, um dann am Ortsschild die 50 erreicht zu haben. Ja. Ja, ich bin kein Eco-Fahrer, muss ich euch echt sagen. Also ich finde es cool, wenn die Autos das so mehr oder weniger automatisch unterstützen. Ja. Ansonsten bin ich eher so ein One-Pedal-Driver. Ja, hier ist 70 schon, da wären wir schon runtergebremst. Vorher war ja eigentlich 100. Und jetzt kommen wir dann ans Ortsschild. Und da sollten wir 50 fahren. Ja, ich fahre jetzt auch so, wie eigentlich ich erwarte, dass der Autopilot irgendwann mal fährt. Hey, ich sollte mal ein Video machen, wo ich selber fahre und Autopilot spiele. Also eigentlich vorführe, wie der Autopilot fahren sollte oder ein autonom fahrendes Fahrzeug. Das muss ich mal machen. Ne? Hatte ich schon mal gemacht. Das ist schon eine Weile her. Hier ist ein Blitzer. Genau. Na, 30 muss man hier nicht fahren, gebe ich zu. Ich fahre eine halbe Stunde, 30 Kilometer, und es ist auf der Nebenstrecke tatsächlich so, dass man dann so im Bereich von 15 Minuten tatsächlich länger braucht. Wenn man jetzt die normale Strecke über die Autobahn nimmt, da ist kein Verkehr und man fährt nicht 140 oder 150, sondern 120, 110, ist der Unterschied nur 5 Minuten, muss man auch wissen. Also auf so kurze Strecken lohnt sich eine Raserei normalerweise nicht. Ja, es ist aber trotzdem, ob Nebenstrecke oder Autobahn, zeigt sich schon. Wobei das hier über die Autobahn geringfügig weiter ist. Das sind die 30 Kilometer. Wenn ich quer durchfahre, zeigt er mir jetzt hier noch 20. Und wir sind ja erst knappe 5 gefahren. Was ich euch auch noch sagen muss, hier ist ja jetzt die zweite Woche, die ich das Auto habe. Und natürlich probiert man irgendwie alles aus. Von Wächtermodus, hier auch Kamera, Dashcam und irgendwelche Lock, ne? Festo Fi und Festo Lock und was nicht alles und alles gleichzeitig und auch über Nacht. Und dann kommt es tatsächlich zu einem wahnsinnigen Vampirverlust, also ein Verlust über Nacht an Reichweite, so im Bereich von
1,5 bis 2 Kilometer pro Stunde. 10 Stunden, 20 Kilometer. Ne? Sowas in die Richtung habe ich gerade und das ist natürlich schon frustig. Hast das Auto sauber aufgeladen, denkst du, ja, hab noch 150 Kilometer Restreichweite, kommst du morgens wieder hin, hast du bloß noch 120 oder sowas, ne? Und dann denkst du schon so, oh, hin und zurück, und dann wollte ich doch eigentlich nach Stuttgart heute. Ja, deshalb gestern meine erste Fahrt ja auch mit der Vorklimatisierungsfunktion mal zum Supercharger nach Leonberg ganz kurz und bin dort tatsächlich mit 5% dann angekommen. Das war so gar nicht geplant, ne? Ja, also auch da in der Arbeit steht das Auto ja 5, 6, 7, 8 Stunden rum, wie viel man noch immer so arbeitet am Tag. Zu Hause steht es rum und wenn ich da jedes Mal einen Verlust habe, ist das natürlich nichts. Ja, Ampeln ist jetzt so eine Sondersache. Da kannst du nicht, musst immer auch gucken, werden die gerade rot? Ich musste jetzt mechanisch bremsen. Das ist so ein bisschen ein Nachteil hier beim Tesla. Wenn man auf die Bremse latscht, dann bremst er tatsächlich mechanisch. Natürlich dazwischen, bis dann so die Bremskraft wirkt, ist es natürlich auch rekuperieren. Aber es ist nicht so, dass das Bremspedal selber von sich aus rekuperiert erst und dann erst die mechanische Bremse anstößt. Das ist nicht so gemacht beim Tesla, sondern es ist immer mechanische Bremsung. Mein Kenntnisstand. Ihr könnt mich gerne was anderem belehren, falls ihr inzwischen wisst, nein, dass auch das Bremspedal ist eigentlich nur ein Impulsgeber, ein Poti und dahinter ist auch Software, die dann steuert, entweder rekuperiere ich jetzt noch oder ich bremse mechanisch. Wenn das so wäre, wäre das schön oder wenn es ein Update da mal gegeben hat. Ich bin der Meinung, er bremst weiterhin mechanisch. Ja, man hat manchmal so das Gefühl, bei Tesla, Elon Musk oder seinen Experten, Model 3, Kennerin, sehr schön. Oder sogar Fan. Ja, ich fahre hier die Umgehungsstraße. Muss mir gerade überlegen, wo ich eigentlich fahre. Welcher Weg der ist mit den wenigsten Höhen. Diffs. Ich glaube, quer durch, so wie er das jetzt da gemacht, ist gar nicht so schlecht. Das ist bloß eine 70er hier. Ja, genau. Guck, wir rollen schön hier raus. Ohne dass ich nochmal bremsen muss. Das kommt gut hin. Hier darf man 70 fahren. Hinter mir ist niemand. Vor mir staut sich's eh ein bisschen. Seht ihr, jetzt gehe ich mal runter und rekuperiere. Kann man lässig hier hinter denen herfahren. Die lässige Beschleunigung macht sich ein bisschen bemerkbar, wenn man es weiß. Das Auto ist eigentlich auf dem Lässig-Modus. So wie viele andere E-Autos, also dann nicht mehr so, fühlt sich nicht mehr so übermotorisiert an. Man gewöhnt sich ziemlich schnell daran, ist hier oben auch eingeblendet, falls man das vergessen hat oder so. Ne? Kann man auch pro Profil einstellen übrigens, also wenn man jetzt so Fahrer hat, also meine Frau sagt, oh, was ist denn das für eine ruppige Fahrweise, ich drücke da aufs Pedal und wupp, schießt das Auto nach vorne. Wer das so gar nicht will, der kann das auch generell in seinem Profil ja so einstellen. Also man gewöhnt sich ziemlich schnell dran, ob das jetzt eine Auswirkung hat auf den Verbrauch, so signifikant, weiß ich nicht. Guck mal, ich habe jetzt hier 9, nicht mal 10 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das war die Kamera als letztes. Ich will die Energieanzeige. Hat sich jetzt noch nicht so gezeigt, dass man da großartig mit mehr Reichweite ankommen. Verbrauchswerte jetzt, wir sind ja höchstens mal 10 Kilometer gefahren, auf jeden Fall unterhalb. 12,3 sagt er selber auf den letzten 10 Kilometer. Wir sind aber erst 7 Kilometer gefahren. Ja, Trip-Anzeige. Also ich sage es immer, ich hätte gern, dass das so wäre. Diese Kombination, natürlich da unten müsste dann auch vollständig zeigen. Und oben doch das Navi, irgendwie sowas hier. Wäre schön, wenn er so eine zweigeteilte Anzeige nochmal hinkriegen würde, weil jetzt kann ich immer nur runter. Oder muss man das irgendwie so wieder hochfloppen? Also Tipp ist tatsächlich, wenn man das hier eher drin haben will, weil man mit einem bestimmten Akkustand am Supercharger oder so ankommen will, dann kann man immer hier so kurz runterziehen und sieht tatsächlich, der hat das nämlich nach oben geschoben, sieht man tatsächlich die Karte vollständig und wenn man es dann runter macht, seht ihr, dann macht das auch wieder groß. Also er hat praktisch so eine Dynamik da drin, hat aber noch nicht diese zweigeteilten Fenster, deshalb kann sein, dass das wieder reingebaut wird. Na? Das hier kann man nicht ausblenden in irgendeiner Form, selbst nicht im Stand, das ist auch noch eine Sache, wo man vielleicht überlegen könnte, wenn ich stehe, brauche ich das ja hier vorne alles überhaupt nicht, dass dann auch der Browser und solche Sachen größer werden.
Können wir auch mal drüber nachdenken. Ja, Internetbrowser an sich so, wenn ich hier gerade so lummelig rumfahre. Ich hatte gerade Better Route Planner. Ich hatte mir aber auch hier. Das sag doch mal. Ich wollte hier eigentlich YouTube. So, ich wollte euch YouTube zeigen. Also, jetzt ist der Browser auch wieder mit voller Geschwindigkeit. Letzte Woche hatte ich echt Schwierigkeiten damit. Es kam auch daher, weil er, glaube ich, das Update runtergeladen hat parallel. Ja, also YouTube sieht gar nicht schlecht aus. Wir fahren diese Strecke hier. Gut. Aber man kann weiterhin natürlich keine Videos angucken. Ja. Da kommt immer noch Edge Badge. Aber es zeigt zumindest mal ein bisschen besser und zeigt, glaube ich, auch jetzt nicht, du hast einen alten Browser, sehe ich jetzt nicht mehr, war nämlich noch vor kurzem. Aber ich kann immer noch keine Videos angucken, weder im Stand noch bei der Fahrt. Ah. Weiß nicht, ob irgendwie was anderes da verbessert wurde. Hab den Browser noch nicht so ausgetestet und die Foren noch nicht genau kontaktiert. Hier ist nur 50. Jetzt fahre ich bei Gelb, aber okay. So, jetzt bedrängt mich einer hinter mir, also muss ich auch mal die 50 fahren. Aber eigentlich auch nicht schneller, ne? Man muss sich nicht bedrängen lassen. Das muss man nicht. Nee. Ja, ich spiele hier so ein bisschen noch mit der Temperatur rum. 18,5, wobei ich hier die Heizung gar nicht aktiv anhabe. Das nützt dann gar nichts. Sitzheizung auf 1. Auf 2 ist es schon. Aber relativ warm. Was ist denn das für ein VW da gerade gewesen? Das ist einer von diesen Superschleudern, glaube ich, die vorausschauend die am Schild dann 70 fahren. Kennt ihr das? Da gibt es doch so ein Werbefilm von VW. Wie heißt denn dieses Auto von VW, das diese Verkehrsschilder auch liest? Und dann am Verkehrsschild schon die Geschwindigkeit hat. Da gibt es so einen Werbefilm, wo so Leute im Kontrollraum dynamisch die Verkehrsschilder bedienen können. Und dann schalten die dem das immer das nächste Verkehrsschild runter, so auf 80. Und dann gucken sie und boah, der fährt schon wieder 80 genau an unserem Verkehrsschild. Ja, genau so will ich das ja auch haben bei Tesla. Wenn die Kartendaten lesen, müssten sie ja wissen, dass da vorne jetzt irgendwann 50 kommt und dann an der Stelle, wo der Wechsel ist, auch 50 fahren, also das erwarte ich einfach, dass sie das können. Vor allem, wenn sie auf der Nebenstrecke begrenzen sie einen ja eh in der Geschwindigkeit. Ne? Also das müssen autonom fahrende Fahrzeuge dann können. Das kann nicht sein, dass die nach dem Schild, also jetzt kommt das 50er-Schild. Ne? Das ist auch hier auf der Strecke, glaube ich, richtig verzeichnet. Wir haben noch 70, jetzt ist 50, dass er dann eigentlich an dem Schild, an dem Wechsel schon auf 50 runtergebremst hat. So ist einfach die Vorschrift. Das ist nicht 500 Meter danach. 500 Meter danach ist nämlich der Blitzer normalerweise. Ja. Gut, fahren wir hier mit 50. Ja, jetzt musste man den Berg hochfahren. Ist natürlich unsere 10 Kilowattstunden auf 100 Kilometer weg. Jetzt sind sie schon bei 14. Und wir segeln jetzt hier mal so ein bisschen runter. Ich glaube, die Anzeige ist für euch witzlos. Gewonnen haben wir nichts. Jetzt schalten wir uns mal um. Jetzt sind wir langsam in dem Bereich. Hier seht ihr es auch. Das ist der Huppel da gewesen, wo wir jetzt mehr verbraucht haben. Und jetzt sind wir gerade am Runterrollen. Minus. Kriegen also etwas Energiestrom zurück. Sieht man auch da ganz deutlich in der Anzeige. Ich habe auf Durchschnitt genau 10 Kilometer. Wir sind 10 Kilometer gefahren. Stimmt jetzt auch halbwegs genau. Ich habe hier 12,5 bei mir und da drüben zeigt er 11. So. Ja, da fahren wir nicht, sondern hier. Kann sein, dass eine leichten Stau hier kommen. Was sagt er denn selber? Ne, wir sind auf Spur. Er will auch Wernau fahren. Wir fahren da hinten dann bloß Nebenstrecke weiter. Ja, hier sind leider einige Baustellen. In den Dörfern hier. Man saniert bei uns gerade die ganzen Strecken zwischen den Dörfern. Das ist ja auf Landesebene und die haben irgendwie da, wir sind ja Q2 jetzt, im ersten Halbjahr sich wohl vorgenommen, ziemlich viel zu sanieren. Auch hier in dem Ort war immer die Straße ganz schlecht. Hat jetzt zur Folge, dass sie keinen Mittelstrich mehr haben. Kann der Autopilot nicht mehr durchfahren. Nix, keine Anzeige. Aber hier haben sie eh schon immer eine Beschränkung gehabt, eigentlich auf 50, auch da draußen. Stimmt teilweise hier mit den Kartendaten. Ich sehe da, jetzt habe ich hier eingehend 50er Schild. Und da macht er mir 100 draus. Also 100 war hier noch nie, das ist ja ewig her. Also hier war eigentlich
ist hier schon lange Zeit das auf 50 runter begrenzt, weil das hier so eine unfallträchtige Strecke ist. Es ist so eine, wenn der Stau auf der Autobahn ist, fahren die Leute halt hier und dann sind die natürlich in, jetzt das hat er auch 70 hier noch, dann haben die da einen Druck drauf, dass die, wupp, da ist er rausgefahren, dass sie da ankommen wollen in ihrer Arbeit und dann drängeln die überall. Das, ansonsten haben die hier mal die Striche eigentlich mal ordentlich drauf gemalt, auch alles Überholverbot und was nicht. Also das sollte der Autopilot gut fahren können. Im Moment ist es hier ein bisschen alles zerstört und mit Ampelanlagen und was nicht alles versehen gerade. Und da ist noch einer über die Linie gefahren, wo sie noch frisch gemalt war. Ist alles gerade geboten. Ah, ihr seht da jetzt immer da unteren Bereich wieder. 11 Kilowattstunden habe ich ihn wieder runtergedrückt da. Ja, es ist ein bisschen auf und ab. Man muss hier eigentlich ein bisschen noch nach der Topologie gehen. Also das Tesla Navi selber ist ja ein Google Navi und leider kann ich dem nicht sagen, vermeide Autobahnen oder auch, was ja zum Beispiel beim Ioniq geht, beim Kona wahrscheinlich auch und beim e-Niro, dass man sagen kann, fahre ökonomisch, sucht mal eine ökonomische Strecke, also eine, mit, wo das Höhenprofil ausgeglichen ist, wo ich nicht so rauf und runter fahre. Ja, das sieht man auch, wenn man in dem Going Electric sich eine Routenplanung macht, dann zeigt er so ein schönes Höhenprofil. Das könnte ich mal für meine Strecken auch mal irgendwo dokumentieren, weil wie gesagt, man kann hier so in den Tälern fahren oder auch immer zwischen den Tälern, so hoch und runter. Da gibt es alle Strecken hier und es könnte natürlich so ein Navi auch ein bisschen mit einberechnen und dann sich praktisch eine Route suchen, die wenig solcher Extremen dann aufweist. Also ich kriege natürlich nicht die Energie zurück, die ich beim Hochfahren benötigt habe. Dem ist natürlich nicht so. Das ist ein Trugschluss. Ja. Sup. Ja, jetzt sind wir also da gut unten im unteren Bereich. Also diese richtig durchgezogene Linie ist die typische Linie. Das ist die 15,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer Linie, mit der er auch immer hier oben ausrechnet, wie weit er noch kommt. Das ist ein Standardwert beim Tesla. Auch nicht am Fahrprofil des Fahrers angepasst. Das ist der Wert, den er dir jetzt berechnet. Wie weit kommst du, wenn du weiterhin so fahren würdest? Und da ist natürlich sinnig, man nimmt einen größeren Bereich wie 50 Kilometer, dann sind wir nämlich bei 433 und anzeigen du da hier bei uns ja gerade mit der Standardumrechnung 393. So. Ja. Aber die Anzeige ist jetzt 76. Wir sind leicht oberhalb. Okay. Auch nicht schlecht. Da sieht man dann noch die restlichen Kilometer. Also auf der gesamten, ich fahre eigentlich 25 Kilometer, sagt er jetzt. Bin 12 gefahren. Ja, ich kann auch hier noch so eine, dass ich so anzeigen lassen. Das ist ein bisschen witzloser. Ich glaube, so finde ich die Anzeige jetzt besser. Da macht das halt normiert auf die gesamten 100%. Das ist jetzt auf Langstrecke besser geeignet. Und so zeigt das jetzt halt für den Trip und so ein bisschen reingezoomt, dass es optimiert ist sozusagen. Ja, und jetzt wechseln wir hier auf die 25er Ansicht, naja, maximal, bleiben wir mal auf der 10, da ist ein besser gezoomt hier. Könnt ihr das besser beobachten, weil da vorne müssen wir zwangsläufig den Berg wieder hoch, weil, zeig's euch. Ja, man könnte jetzt tatsächlich hier vorfahren und dann da oder hier draußen rum. Ich fahre meistens hier raus, draußen rum, so ein bisschen Umgehung. Das ist jetzt die Frage, da fahre ich den Berg hoch und hinter wieder runter. Das ist eigentlich ja nicht so der Gag. Und wenn ich hier vorfahre, würde ich innerorts bleiben. Machen wir lieber das, genau. Fahren aber dann hier durchs Industriegebiet, nämlich diese Straße hier, und kommen dann so hinten rum da lang. Das machen wir mal, ne? Anzeige eigentlich finde ich hier ganz cool. Ich kann auch Satellitenview, das ist ja immer so das Highlight, wenn man mit so einem großen Display rumfährt, wenn man Leute dabei hat. Boah, was ist das? Ja, riesen iPad, ja, ist ja dann so die Reaktion. Sinnvoll ist das, das hat Ove schon mal ein paar Mal gesagt, wenn man am Supercharger jetzt irgendwo sucht, wo ist jetzt die S-Bahn-Haltestelle? Das sucht man nicht am Supercharger, sondern wo ist der Supercharger? Ja, dann kann man sich das hier mal so näher angucken. Zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, ja, ich will hier zu diesem Tennisclub, wo ist denn da der Parkplatz? Dann sieht man das hier gleich ganz gut. Also dazu ist das gut geeignet. Wie gesagt, also ansonsten, es ist auch rot hier, ansonsten ist das hier natürlich eine übersichtlichere Anzeige.
Sie ist nicht optimal. Meiner Meinung nach ist sie um einiges besser geworden. Jetzt habe ich mal in Fahrtrichtung, man kann hier drüben wechseln, gesamte Strecke nach Norden ausgerichtet oder in Fahrtrichtung. Ich habe es gern so, in der nahen Ansicht soll es in Fahrtrichtung sein und bei der Übersicht ist es dann nach Norden ausgerichtet. Ja, ich glaube auch, das hält er sich nicht. Wenn man das hier irgendwie anders macht, das macht er gar nicht. Also wenn ich jetzt hier wechsle. Nee, also er hat da so eine, bei der Übersicht macht er immer nach Norden ausgerichtet. Okay, wir entscheiden uns jetzt hier geradeaus weiterzufahren. Detailansicht. Und dann nehmen wir da meine Nebenstrecke. Und hier ist auch eine 30er, komplette 30er-Zone hier in dem Ort. Deshalb wird das hier sehr ökonomisch. Wir sind bei 10 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Vampirverlust. Ja, woran liegt der Vampirverlust? Habe ich gerade philosophiert. Drüber nachgedacht vielmehr. Ja, ich habe hier vermutlich die alte Hardware drin. Also noch nicht die ganz neue von Tesla. Die jetzt, ich habe die Nvidia noch drin. Und die von Tesla ist ja dann nochmal optimiert worden. Ich habe das am Anfang gar nicht so gedacht, dass das so ein relevanter Posten ist. Scheint aber so, dass die auch, wenn sie nicht Daten sammelt oder irgendwas macht, natürlich eingeschaltet ist und einen gewissen Verbrauch hat. Kann also sein, dass das gesamte System jetzt hier einen gewissen Ruheverbrauch hat und das auch zu dem hohen Vampirverlust gerade führt. Auf jeden Fall, wenn man von außen das Auto ständig abfragt, dann schläft er nämlich nicht ein, dann schaltet er seine Systeme nicht runter. Ups. Das führt was zu diesem hohen Verbrauch. Also es ist dann rein die Elektronik hier drin, die wohl zu dem hohen Verbrauch führt. Wobei das so zweistufig ist. Also mir war es eigentlich so bekannt, dass diese ganzen Systeme, also sehr viele Systeme, hängen eigentlich mal primär an der 12-Volt-Batterie, die es vorne doch gibt. Die braucht man nämlich nicht als Anlasser oder sowas, sondern einfach weil Kfz-Technik normalerweise auf 12 Volt läuft oder 24, na meistens eigentlich 12 Volt. Und deshalb hat es eine 12-Volt-Batterie, die eigentlich mehr so eine Art Pufferbatterie ist. Also aus dem wird es direkt versorgt und wenn die dann runtergelaufen ist, also zu wenig Spannung hat, dann wird sie durch die Fahrbatterie hier unten nachgeladen. Und das ist ja das, was wir hier dann sehen. Also wir sehen ja hier die Fahrbatterie. Also wenn die weniger wird. Also wenn ich 20 Kilometer weniger habe, das ist ja nicht meine 12-Volt-Batterie, ja? Die sehe ich nicht. Und dieses Nachladen aus der Fahrbatterie in die 12-Volt-Batterie, das führt dummerweise dann wieder zu diesem Verlust eigentlich hier an Kilometern dann. Und natürlich so ein bisschen die Einschränkung, aber das ist erst, wenn er mir da so ein Zeichen bringt, also so ein Frostzeichen. Wenn jetzt wirklich das zu kalt ist, dann reduziert er ja die Gesamtleistung vom System ein bisschen. Das war gestern zum Beispiel. Da hatte ich also noch mehr Verlust sozusagen. Deshalb hatte ich auch so ein bisschen Schocking gestern Morgen. Jetzt muss man hier abbiegen, um die Nebenstrecke zu fahren. Ist er auf normal, obwohl er hier hinten immer noch Pünktchen hat, hat aber jetzt kein Frostzeichen mehr gebracht. Wir sind bei plus 4 Grad. Gestern hatten wir nämlich irgendwie plus 1, also da war auch schon leicht zugefroren. Da musste ich auch defrosten, hat auch wieder Energie gekostet. Ja, ich weiß nicht, das Aufladen der 12-Volt-Batterie, was das immer kostet, wie viel Kilowattstunden sozusagen das sind. Ja, wir haben ja Verluste im Bereich von 5 Kilowattstunden oder sowas über Nacht dann so umgerechnet. Hatte ich jetzt mal gesehen in meinem Tesla-Vieh. Das heißt eigentlich Vieh, Tesla-Fimmel. So ein Log-System, kennt ihr vielleicht. Muss ich auch noch mal vorstellen. Ich wollte ein bisschen Daten sammeln, dann zeige ich es euch mal. Ja, also das sollten sie noch ein bisschen transparenter machen. Also man muss auf jeden Fall diese Logging-Systeme über Nacht ausschalten. Das kann man dort auch konfigurieren, dass er über Nacht dann nicht loggt. Und dann kann man auch so ein bisschen noch einstellen, dass er immer checkt, Auto parkt jetzt irgendwie, schläft es gerade ein. Da gibt es wohl so Aufrufe, die es nicht wieder aufwecken. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, was sie da für Tricksereien machen. Man kann da auch einiges konfigurieren und je nach Softwarestand funktioniert das eine oder das andere. Ich habe es also mal mitgeloggt, dann schickt er einem ständig E-Mails und da habe ich es nicht hingebracht, dass er eingeschlafen ist, ja, obwohl er vor der Tür parkte. Ich bin auch immer im Zweifel, man zeigt da, man zählt da so rein, ja, bitte von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens Auto nicht abfragen und dann denke ich mir immer, was für eine Zeit nimmt denn der jetzt da? Sommerzeit, Winterzeit, New York,
Paris, keine Ahnung. So ein bisschen unkontrolliert die ganze Geschichte. Also bin ich nicht ganz sicher, was er tut. Ich habe jetzt ja keine Einstellung gefunden, dass er es gar nicht macht oder richtig macht, dass er dann so richtig einschläft. Außer du schaltest den Lockdienst von Hand komplett ab. Ja, das ist natürlich die sicherste Methodik. Ja, schön ausrollen hier. Kann man rein? Ja, wir können rein. Ja, wir wären normalerweise dann von hier gekommen. Das ist die Strecke über den Berg, wo ich vorhin gesagt habe, von Wernau über den Berg und dann wieder runter. Habe ich jetzt vermieden, habt ihr gesehen, wir sind ziemlich auf der Ebene gefahren. Nur leichte Huckel hier. Da seht ihr, die sieht man jetzt richtig, die Berge hier, ne? Wo man immer einen Berg gefahren ist. Das ist echt eine coole Anzeige hier. Also ich finde ich echt super, die Anzeige. Und wäre auch echt schade gewesen, wenn sie die im Model 3 nicht reingebaut hätten. Das wäre für mich mit so ein Killer-Argument gewesen, dass ich gesagt hätte, nee, dann doch lieber kein Model 3. Da muss man, ich muss mal ein bisschen hier auf 70 beschleunigen, weil hinter mir die Leute jetzt zur Arbeit wollen. Nicht, dass ich die aufhalte. Sie stehen da vorne eh im Stau, aber sie sind der Meinung, dass sie durch mich jetzt aufgehalten werden. Also fahren wir mal 70. Und segeln jetzt so lang. Seht ihr, kein Strich, kein Punkt. Jetzt segelt das Auto gut. Also man kriegt das hin. Peter, ich krieg's auch hin, aber ich muss immer dahin stieren. Ja. Also er zeigt es nicht so deutlich an, hey, du bist im Segelmodus und total effizient unterwegs. Das zeigt er nicht an. Bin ich mal gespannt, ob der hinter mir auf die Stauigkeit fährt. Ja, der fährt jetzt hier auf den Stau. Super. Und vorher mich bedrängen. Ja. Hey, das ist natürlich Unfug. Also, ich komme natürlich jetzt nicht zum Stillstand, wenn ich es vom Strompedal gebe, weil ich ja die Rekuperation zurückgeschaltet habe. Hätte ein bisschen früher ausrollen lassen. Ich habe diesen Creep-Mode an. Ist die Frage, ob Creep-Mode gut ist, wenn man ökonomisch fahren will. Ist Creep-Mode überhaupt gut? Das ist halt der Überbleibsel vom Automatik. Ich habe ihn jetzt wieder aktiviert. Warum eigentlich? Ich glaube, weil ich ihn... In irgendeinem Auto hatte ich ihn auch, da konnte man ihn nicht ausschalten. Und dann habe ich so gedacht, boah, ist gar nicht so schlecht, weil da kann man beim Einparken so leicht nach hinten rollen und kannst auf der Bremse, so über der Bremse weiter schweben, wenn du dann stoppen willst. Mein super cool war natürlich im Leaf 2, meinem Lieblingsauto, der E-Pedal. Der ist ja obercool. Also da kannst du wirklich One-Pedal-Driving machen. Die ökonomischen Fahrer sagen dann, der bremst nachher am Schluss aber mechanisch. Also mechanisch bremsen ist unter E-Autofahren total out. Ja, geht gar nicht. Also ich habe mich schon beobachtet, dass ich im Tesla verzweifelt versuche, nicht auf die Bremse zu treten. Ja, und dann hatte ich total verrostete Bremsen. Geht auch nicht. Also, ja. Gut, also die Philosophien sind da verschieden. Was ich am Schluss überhaupt nicht mehr vermisst habe, sind diese ganzen Pedals. Also der Ioniq hatte ja diese Pedals dahinter und der Ampera E hatte die auch. Man spielt da so ein bisschen mit rum. Im Ampera E könnte man dann sogar so wie eine Handbremse bremsen. Das war sowas von komisch eigentlich. Ja. Man denkt, okay, super, muss ich nicht die Fußbremse bedienen. Aber irgendwo denkt man sich dann, wenn jetzt irgendjemand anders fährt, also typischerweise zum Beispiel meine Frau jetzt mit dem Auto fährt, die drückt niemals an diesen Pedal. Die sagt sogar, was ist denn das da? Ich bleib da ständig mit der Hand hängen. Ja? Oder denkt, wenn sie von einem BMW kommt, das wäre zum Hoch- und Runterschalten der Gänge. Ja? So Sportmodus-mäßig, damit du nicht hier in der Gangschaltung rummachen musst. Also diese Pedals sind meiner Meinung nach total jetzt wieder out. Weiß nicht, welches Auto die noch hat. Die neueren wird nicht mehr drüber gesprochen. Ja, es wird schon drüber gesprochen, über das One-Pedal-Driving, also rein mit dem Gaspedal fahren. Und es wird auch drüber gesprochen, über eine dynamische Rekuperierung. Und das ist es vielleicht, weil, wie gesagt, Tesla hat das nie so gehabt, auf dem Bremspedal rekuperieren und immer nur zwei Stufen. Am Anfang gab es tatsächlich drei Stufen. Den ersten Tesla, den ich gefahren bin, der konnte man die Rekuperation noch ausschalten. Ja. Das müsste man jetzt simulieren, indem man auf neutral schaltet. Niemals auf neutral beim Fahren schalten. Also geht zwar, aber sämtliche Systeme, Sicherheitssysteme sind deaktiviert. Ne? Das ist also mordsgefährlich eigentlich, das zu machen. Ich habe das auch mal gezeigt, im Model X mal. Zurück von Supercharger Ulm nach Weilheim mal gezeigt, wie das funktioniert. Es ist eigentlich ein Gemurkse, das kann nicht der normale Fahrvorgang sein. Ja, also... Ich glaube, bei Mercedes, die wollen, glaube ich, dynamisch rekuperieren. Ne? Also je nach
Höhenprofil auch. Also, dass die sich das Höhenprofil angucken und dann so diese Rekuperation so dynamisch anpassen. Und das hatte ich in dem Eniro ja auch ansatzweise. Ich weiß nicht, ob es am Ende so viel gebracht hat. Manchmal hatte ich dann das Gefühl, hä, du solltest jetzt rekuperieren und tust nicht. Also ich hatte dann so ein bisschen die Kontrolle verloren darüber, hatte ich so den Eindruck. Ah, hier seht ihr auch, hier ist auch Baustelle. Okay, wenn ich jetzt hier geradeaus fahren wollte, geht gar nicht. Na gut. Schön. Verbrauchswerte super, 11,1. Wir sind auf Nebenstrecke unterwegs. Er will auch Nebenstrecke fahren, das ist cool. Stimmt also total überein. Deshalb, wie ist mein Trip? Läuft auf 75, also arg viel weniger als projektiert haben wir nicht, aber schon ein bisschen. Muss gerade mal überlegen, die projektierte Linie, ob die eigentlich jetzt auch von einem Standardfahrverhalten ist oder ob das von meinem letzten Fahrverhalten ist. Weiß da jemand Bescheid, wie die Linie berechnet wird? Also benutzt er praktisch diese Verbrauchswerte da drüben. Das wäre natürlich interessant, wenn er jetzt sieht, ich fahre 30 Kilometer, dann müsste er ja hier eigentlich meinen 50er nehmen und sagen, ja, der ist da die letzten 50 Kilometer, ist er meinetwegen hier 14 Kilowattstunden gefahren, das nehme ich dann hier in meinen Trip. Macht er das oder berechnet er den Trip immer mit den 15,2 Standardwert, beziehungsweise das Höhenprofil berechnet er ja hier. Das sieht man ja ganz deutlich. Ja? Also diese Zacken kommen her, weil er das Höhenprofil mit berücksichtigt. Aber das ist die Frage, ob er den eigentlichen Verbrauchswert vom Fahrer benutzt oder vom Auto. Das ist mir jetzt auch nicht bekannt. Also ich würde sagen, es ist ein Standardwert, der da benutzt wird. Das ist nicht vom eigentlichen Verbrauch hier. Aber kann anders sein. Gut, wir wären eigentlich bei 50. Hinter mir ein Lieferwagen bedrängt mich. Sind jetzt auf 70, deshalb beschleunige ich mal auf 70. So. Hier sieht er immer aus, als ob der viel weiter hinten ist. Der ist gar nicht so weit hinten. Jetzt ist er schon wieder ein bisschen hinten. Holt gerade ein bisschen auf. Ja, der muss jetzt zum Kunden. Gut. Wir sind gefahren. Eigentlich nur 20 Kilometer, also das ist eigentlich die Linie, die wir gefahren sind, so ein bisschen. Wir sind 20 gefahren, 25 zeigt da an, das passt. Es gibt hier drüben auch noch den Knopf aktuell, das ist dann auf der Berechnung, also was ich im Moment für einen Verbrauchswert habe, wie weit ich damit kommen würde. Den benutze ich eigentlich selten, ich benutze eher diesen Durchschnitt. Das ist besser, weil der momentane Verbrauch ist natürlich so, aha, gelb schaffe ich gerade noch und ich habe ihn abgehängt, naja. Wohl auch Leute bei Rot fahren, über Ampeln. Ja, also das finde ich jetzt besser, aber wenn man meint, ja, jetzt ab sofort halte ich mich zurück, wie weit komme ich dann, ist das ein anderer Wert. Der ist oft auch bei 999, weil man gerade total am Rekuperieren ist, den Berg runtergefahren ist, dann kommen natürlich da Fantasiewerte. Also hier ist auch ein deutlicher Energierückgewinn da unten zum Beispiel gewesen. Ja, bleiben wir mal bei Durchschnitt. Wie weit weicht denn das jetzt ab? Also hier zeigt er mir, ich würde 484 kommen und eigentlich hier berechnet hat er ja nur 386. Also da kriegt man dann schon 100 Kilometer mehr jetzt raus. Ja. Klar, mein Durchschnitt ist ja jetzt auch bei 11,3. Also unterhalb von den 15, die er ja hier berechnet. Ja, so ist der Zusammenhang. Okay, und jetzt ist leider, die meinen Kanal öfters gucken, wissen, dass das hier nichts bringt hier unten, wenn ich jetzt hier fahre, weil das Dorf, wo meine Firma ist, heißt Bergheim. Ja, zwar mit K, aber ist trotzdem auf dem Berg. Und das führt dann leider dazu, dass ich jetzt die dann doch auf meine nur 20 Kilometer, die 5 Kilometer, die ich da den Berg hochfahren muss, die schlagen sich hier in dem Durchschnitt ganz schön nieder. Das werdet ihr gleich sehen. Das habe ich ja auch schon mal ein bisschen postuliert. Das Auto hat doch ein gewisses Gewicht, was jetzt den Berg hoch transportiert werden muss. Und vermutlich braucht es dort überproportional mehr als andere E-Autos. Habe ich mal postuliert, weil bisher ich bei anderen E-Autos das nicht so stark gemerkt habe wie jetzt hier. Aber wir beobachten das. Wir sind bei 11,7, also 12 Kilowattstunden. Grad sowas in dem Dreh und wir beobachten das jetzt, was er da für einen Zacken bringt. Ich mache euch das auch mal größer hier nochmal auf 10 Kilometer. Ja.
wie weit wir da wieder hochkommen, nur weil ich den Berg da vorne hochfahre. Na, ich fahre ihn auch jetzt sanft hoch. Trotzdem, Lageenergie bringt nicht viel. Also es wird am Ende doch, ich muss den Wagen da hoch transportieren mit seinen 1,7 Tonnen. Weiß nicht, was er wiegt. Hey, ich weiß überhaupt nichts über das Auto. Fatal. Also irgendwie oberhalb von 150 Kilowatt Leistung macht man sich einfach keine Gedanken mehr darum, ne? Aber hier merkt man es dann zum ersten Mal. Auf der Ebene so ein Auto rollen zu lassen, ist kein Problem. Wenn du es berghoch fahren musst, ist nichts mehr. So, wir fahren hier mal seicht hoch. Wir dürfen hier eh nur 50 fahren. Die funktioniert auch nicht, die Strecke hier, weil die keine Mittellinie hat. Da kannst du mit dem Autopilot auch nicht fahren. Der Sascha, der wohnt da drüben von Drive Tesla 2.0, der fährt immer zur Autobahn rüber. Der fährt die hintere Strecke hoch. Da sagt er, das wäre eigentlich die Autopilot-Todesstrecke. Die ist mir zu gefährlich, weil die hat überall so Pfosten und sowas und hat ziemlich enge Kurven. Die ist zum Testen zwar, wäre die gut geeignet, ist aber ein bisschen gefährlich. Also wir fahren jetzt hier sanft hoch, weil hinter uns kommt keiner mit 40 nur. Wird uns aber nichts bringen. Seht ihr das hier? Boing! Ich krieg da der komplette Peak. Ja? Also das hier ist schon. Ich muss hier das Auto da hoch schaffen. Große Frage an die Physiker. Bringt es was, wenn ich die schiefe Ebene praktisch über einen längeren Zeitraum hochfahre, also eine größere Strecke? Die Autobahn fährt ja praktisch auch hoch, natürlich sehr sanft. Und hier mache ich jetzt diesen Höhenunterschied auf einmal innerhalb von mal 2, 3 Kilometern oder was. Na, höchstens 2 Kilometer sind das wahrscheinlich hier. So, jetzt bin ich gleich oben. Aber ihr seht mal, was der für einen Peak erzeugt jetzt hat. Und gleich bin ich auf der Kuppe. Wir waren unten ja bei 12 knapp. Und jetzt bin ich 2 Kilowattstunden im Durchschnitt höher, ne? 13,7 zeigt er mir. Und unten hatte ich ja irgendwie 11,7 oder sowas. Ja, also das 2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer bei einer Entfernung von 23 Kilometern gefahren, das ist schon Wahnsinn. Allein nur dieser kurze Anstieg da, seht ihr hier, Bosch, ja, hat es mich voll geplättet jetzt. Also unseren Durchschnitt ist komplett jetzt weg. Ein Glück, dass wir jetzt hier an der Strecke einen verkehrsberuhigten Bereich haben, wo ich langsam fahren muss. Der gleicht es ein bisschen aus, aber nicht wirklich. Ja. Jetzt muss er mir da wieder zurückkommen, dass ich überhaupt einen vernünftigen Wert kriege hier. 13,8 ist natürlich weiterhin ein super Wert. Und im Parkhaus muss ich dann auch noch ein bisschen hochfahren. Ich sollte auf der Ebene parken. Ne? An der Stromtankstelle, die nicht funktioniert. Ich finde es immer so witzig, da parken manchmal tatsächlich E-Autos hin. Haben auch eingesteckt und habe ich schon öfters mal kontrolliert. Die sind nicht arretiert, die laden gar nicht, aber immerhin eingesteckt. Das erinnerte mich dann schon an diese Aktion da, die man doch neulich da irgendeiner Autobild oder wo das war. Oh, Verunglimpfung von Autobild. So Pseudo-Ladestecker, die man sich für einen Verbrenner bauen konnte. Ne? Was ich hier witzig finde, diese Werbeplakate hier von den Parteien, die hängen teilweise in den Fahrbereich. Was soll denn das? Gut, jetzt sind wir wieder zurückgekommen. 13,8, immerhin unter 15. Ne? Das auf jeden Fall. Wie ist meine Tripplanung? Ja, da hinten hat sich auch ein bisschen jetzt ausgeglichen, seht ihr hier. Jetzt bin ich fast auf dem eigentlich wieder rausgekommen, wo er projektiert war. Okay, also ich wundere mich jetzt, dass er da rauskommt. Das heißt, vielleicht benutzt er die Tripplanung tatsächlich doch meinen letzten Verbrauchswert. Okay, wir gehen auf 25. Das ist der realistische Wert zur Anzeige. Ah, jetzt haben wir hier gerade echt Probleme mit dem Rumfahren. Ich muss hier verschwinden. Die blockieren sich alle gegenseitig. Ich kann denjenigen nicht rauslassen, weil ich dann den anderen blockiere. Okay, da sind wir. Mal ein bisschen mehr blinken, damit ich bei euch mal in die Einstufung guter Fahrer komme. Das ist immer so interessant. Ich gebe mir ja echt Mühe, hier ordentlich zu fahren, muss ich ja echt sagen, ne? Weil ihr seid ja dabei. Und trotzdem, dass dann Leute in den Kommentaren schreiben, ich wäre ein richtig schlechter Fahrer. Ich würde ja gar nicht, ich würde Mittelspur schleichen und was nicht alles. Ich würde Stoppstellen überfahren und nah bei Rot durchfahren und bei Gelb, das hat noch nie jemand gesagt. Das machen wohl viele auch. Ja. Ich würde auch generell viel zu langsam da rumgurken. Ja. Nee, was noch, was kommt noch? Ich würde auch dann immer so schwanken oder sowas, ne? Oder Linien überfahren hier, ne? Oh, habe ich nicht eingestellt, dass er da ruckelt. Kann man einstellen beim Tesla, dass er ruckelt, sobald er eine Linie überfährt. Ja, dazu muss ich zu meiner Entschuldigung sagen, erstens rede ich mit euch,
muss das ganze System hier beobachten. Das ständige Getippe auf dem Bildschirm kommt auch ständig als Kommentare. Ist gar nicht so ablenkend. Also der Bildschirm ist ziemlich weit oben, sodass du gut immer so im Augenumfeld siehst, was auf der Straße ist. Also das ist sogar besser als bei vielen anderen Autos, wo das hier unten erst ist, das ganze Bildschirmbereich. Ne? Muss ich euch jetzt so sagen aus der Erfahrung. Und ich gucke tatsächlich mit einem Auge da raus und mit anderen Auge hier drauf und wechsle auch ständig hin und her. Wenn ihr so ein bisschen mich da beobachtet in der Schrägkamera, sieht man das auch. Also, behaupte ich jetzt von mir, ich wäre ein guter Fahrer. Nein, ich bin ein mittelmäßiger Fahrer. Ne? Deshalb bin ich auch eher vorsichtig unterwegs. Alle Systeme auf Früh- und Notbremssysteme und Abstände auf Maximum. Ne? Extra, weil ich ja schon ein bisschen abgelenkt bin hier durch euch. Ne? Ja, okay. Ansonsten ist es so, dass die Kameraperspektiven nicht unbedingt ein reales Bild der Welt zeigen, muss ich auch sagen. Was ihr da im YouTube in der Kamera seht, ist nicht unbedingt das, wie es im Auto tatsächlich ist. Hey, was macht der denn hier? Mitten im Weg parken, na gut. Wir sind in meinem Parkhaus, wir sind bei 14,2, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich hätte gedacht, wir wären deutlich unter 15, sind wir jetzt gar nicht. Und wenn ich jetzt im Parkhaus noch hochgefahren bin, tötet es mich wahrscheinlich komplett. Also das ist für mich dann auch immer ein bisschen frustig. Dann bist du die ganze Zeit so mit um die 10 Kilowattstunden da rumgefahren und am Ende Berg ein bisschen hoch und ein bisschen noch im Parkhaus rum und schon bist du doch wieder auf dem Durchschnitt, den Tesla auch immer angibt, dem 15,2. Ja. Also für meine Strecke ist es echt schwierig, Marcel, Peter. Wenn ihr so ein bisschen auf der Ebene fahrt, okay. Also wenn ich hier scheinbar auf meiner Strecke zur Arbeit irgendwie auf 15 Kilowattstunden komme, ist das wohl ein guter Wert. Wie sehen wir denn zeitlich dran? Bin natürlich etwas später dran, sodass ich jetzt hier eine Ebene höher fahren muss. Wie findet man sein Auto im Parkhaus wieder? Man parkt im Grunde an derselben Stelle immer, nur auf einer anderen Etage. Meine Philosophie. Und ich parke immer, wenn ich hier hochkomme, dort hinten. Jetzt muss man gerade mal schielen. Man sieht das dummerweise ein bisschen schlecht. Ich fahre mal darüber. Ja, da gibt es Parkplätze. Ja, würde ich zumindest behaupten. Es war ganz hinten, nicht so gut zu erreichen, aber da ist einer. Also mal ein Parkversuch hier vom Model 3 in einem engen Parklücke. Oh, oh, das wird aber was. Da bin ich jetzt auch nicht ganz begeistert hier. Checken, versuchen wir aber trotzdem mal. Ne? Das ist natürlich für einen Autopilot, für einen Parkassistent jetzt gar nichts. Bin ja schon auf Rot da. Das muss doch gehen irgendwie. Ne? Na, so geht es auf jeden Fall noch nicht. Gar nicht, wie groß das Auto doch ist. Und er blinkt mir jetzt ständig, dass ich hier eigentlich schon an jemanden dran fahre. Also ist eigentlich ganz gut hier. Ich meine, die Kamera könnte besser sein, aber ansonsten Rundumblick jetzt über die Spiegel ist eigentlich nicht schlecht. Die Spiegel klappen jetzt auch runter, habe ich eingestellt zum Rückwärtsparken. Wo hat denn der seinen Ausstieg da und der da? Dummerweise beide blöd. Ich parke sonst etwas näher an den einen dran, wenn das die Beifahrerseite ist. Aber der hat andersrum reingeparkt. Ah, das wird hier nichts. Ich fahre nochmal grad. Aber da merkt man jetzt den Creep Mode cool. Ich bin jetzt nur auf dem Bremspedal. Also deshalb habe ich den auch dran, damit man hier so schön reinfahren kann. Ja. 14,6. Ah. Leute, mein schöner Verbrauchswert ist weg. So, da bleiben wir stehen. Okay, wir gucken uns das nochmal an hier. Seht das am Ende? Da hat es uns tatsächlich den Berg hoch und dann oben auf der Ebene haben wir nichts mehr retten können und dann sind wir noch ins Parkhaus gefahren. Ja, insgesamt, gut, wir sind was 25 Kilometer, genau 25 Kilometer gefahren, 14,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, 4 Kilowattstunden verbraucht. Ja, das habe ich auch gesagt, also 5 Kilowattstunden über Nacht schon verloren, rein durch Stehen sind dann um die 30 Kilometer. Genau das habe ich jetzt. Also im Grunde eine komplette Fahrt zur Arbeit verliert das Auto gerade über Nacht, wenn es 10 Stunden bei mir vor der Tür steht.
Also da muss ich unbedingt was nachgucken. Ja, ich weiß, man kann das Auto auch komplett ausschalten. Hier, das müsste ich vielleicht auch mal probieren. Ich weiß nicht, ob das gut ist, das Auto komplett ausgeschaltet vor der Tür stehen zu lassen. Man kann es dann zwar über die App nicht mehr erreichen, aber man steht ja vor der Tür. Also dann dürfte eigentlich nichts verbrauchen, ne? Das müsste man mal checken. Gut, also das war jetzt unser Verbrauchswert. Der Trip läuft noch. Ja, ist so angekommen wie projektiert fast. Kaum ein Unterschied da hinten. 76 hat also nicht viel gebracht. Deshalb vermutlich doch auf Basis vom Verbrauchswert. Klar, wir sind unter den 15. Das haben wir hingekriegt. Aber ich hätte jetzt echt gedacht, ich würde da ein bisschen mehr noch rauskitzeln. Tja, Leute. Wieso hat er denn hier das nicht fertig? Das ist aber gut. Sobald man nämlich hier drüben auf Abbrechen drückt oder er das Ziel erreicht hat, ist der Trip hier weg, ne? Deshalb ist es ganz gut, dass er noch da ist. Ja, Leute, das war jetzt meine Eco-Fahrt hier zur Arbeit. Immerhin bei 6 Grad nur plus. Ich hatte die Sitzheizung eine Stufe an. Die Heizung selber war nicht an. Also nur die Lüftung mit Stufe 1. Das mal zu den Rahmenparametern. Gut. Ja. Ich kann noch kurz hier euch zeigen. Mein Verbrauch selber ist übrigens über die 400 Kilometer, die ich jetzt schon gefahren bin, 418 genau, bei 16,4 Kilowattstunden. Einmal komplett sozusagen den Akku gefahren, 69 Kilowattstunden Verbrauch. Langzeitwert habe ich hier leider vom Auto nicht. Das ist schon 4000 Kilometer gefahren, weil die hatten keinen hier eingestellt und er selber zählt es dummerweise nicht. Das ist ein bisschen doof. Also es gibt da durchaus Verbesserungspotenzial noch. Was ist denn das? Der hat einen letzten Laden, ja, das bringt nichts. Gut, ja, soweit mal für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ja, das ist schräg. Ja, das ist schräg. Das ist schräg.